Schön, dass Sie heute Abend mit uns feiern, meine Damen und Herren. 50 Jahre, verdammt viel Zeit, ein halbes Jahrhundert. Ich habe eine kleine Umfrage in meinem Bekanntenkreis gemacht und habe gesagt, was denkt ihr von 50-Jährigen? Und die schönste Aussage, die ich bekommen habe, war mature, but still young at heart. Das heißt also, ich bin erwachsen geworden, aber bin noch richtig jung und kräftig im Herzen. Und das Beste ist natürlich, meine Damen und Herren, wenn man so einen kleinen Vergleich zieht. Wer ist heutzutage 50, der im Sommer 63 geboren wurde? Ich denke mir, da steht die Naumann-Stiftung gar nicht so schlecht da, wenn man sich überlegt, Johnny Depp, Helen Hunt, George Michael, Ann-Sophie Mutter, also eigentlich sind das gute, junge, frische Gesichter, mature and still young at heart. Meine Damen und Herren, die Moderatorin sollte beim ersten Mal nicht allzu viel reden, sondern eigentlich nur den roten Teppich ausrollen für denjenigen, der auch noch mature but young at heart ist. Und damit bitte ich Dr. Wolfgang Gerhard auf die Bühne als Vorstandsvorsitzender der Friedrich-Naumann-Stiftung. Bitte das erste Wort von Ihnen. Meine Damen und Herren, besser hätte ich mich selbst nicht vorstellen können. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, Frau Tschimok, für die Moderation des heutigen Abends. Freue mich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und freue mich besonders, dass Bundesminister Westerwelle und Bundesminister Nebel heute Abend bei uns sind und auch Gelegenheit haben werden, zu uns zu sprechen. Ich danke beiden gleich zu Beginn für die unglaubliche Unterstützung, die wir erfahren. Und zwar nicht nur in finanzieller Hinsicht, in einem fairen Verteilungsverfahren zu allen Stiftungen, sondern auch in der Art und Weise der Erreichbarkeit, wenn es irgendwo brennt, wenn es irgendwo Probleme gibt. Wir haben uns immer auf Sie verlassen können. Dafür herzlichen Dank und ein herzliches Willkommen. Ich begrüße Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag und den Vorsitzenden von Liberal International, Hans van Baalen, herzlich willkommen. Unsere liberale Partnerschaft weltweit. Der gleiche herzliche Gruß gilt Graham Watson, den europäischen liberalen Vorsitzenden. Und ich will auch nicht vergessen, einen Mann, der vor Hans van Baalen Präsident von Liberal International war, Lord John Alderdice. Er ist ebenso herzlich willkommen und ich erwähne in diesem Zusammenhang ganz besonders Sie, Gräfin Lambsdorff. Denn mit John Alderdice hat Ihr verstorbener Mann sehr gut zusammengearbeitet und ich auch viele Jahre gemeinsam mit Ihrem Mann und ich will Sie auch hier herzlich begrüßen, auch im Angedenken an die großartige Arbeit Ihres Mannes in der Friedrich-Naumann-Stiftung. Wir begrüßen Mitarbeiter und Freunde der Stiftung von überall auf der Welt und freuen uns, dass Sie heute Abend mit dabei sind. Frau Tschimok hat es angedeutet, ich will es auch sagen, dass das Gründungsjahr der Auslandsarbeit hat ja die bemerkenswerte Rede des damaligen amerikanischen Präsidenten Kennedy vor dem Rathaus Schöneberg gehabt. Wir haben uns in diesen Tagen daran erinnert, weil der jetzige Präsident Obama hier in Berlin gesprochen hat. Das ist das Jahr der Gründung der Auslandsabteilung der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, die ihre Arbeit wenige Monate danach in Tunesien gestartet hat. Das alles wäre damals nicht möglich gewesen ohne Walter Scheel, der als erster Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit die politischen Stiftungen eingebunden hat in eine Entwicklungszusammenarbeit, weil er wusste, dass Länder nicht prosperieren können,
wenn sie nicht transparent sind, wenn sie keinen rechtsstaatlichen Prinzipien folgen, wenn sie keine marktwirtschaftliche Orientierung für Prosperität gewinnen. Dieser Zusammenhang gilt uns heute als selbstverständlich. Er war es aber nicht. Und er ist es im Übrigen heute auch noch nicht. Wenn man die Dekaden der Arbeit der Naumann-Stiftung im Ausland verfolgt, müsste man damals sagen, damals war die absolut vorherrschende Meinung, dass nur der Sozialismus der Dritten Welt helfen könne. Es gibt heute auch noch einige, die sich daran abarbeiten, weil zu meinem Bedauern Karl Marx nach seinem Ausflug in die Wirklichkeit noch nicht wieder in die British Library zurückgekehrt ist. Es wird immer wieder versucht. Walter Scheel war der Überzeugung, dass die politischen Stiftungen als Akteure der internationalen Zusammenarbeit auftreten müssten. Barthold Seewitter hat das einprägsam geschrieben. Er sagt zu Scheel: Wenn wir heute die Früchte des jahrzehntelangen weltweiten Einsatzes der Stiftungen ernten, dann verdanken wir es nicht zuletzt ihm. Diese Bemerkung ist aufgegriffen in unserer Jubiläumspublikation und ich will an dieser Stelle, sie wird Ihnen heute präsentiert, allen, die daran mitgewirkt haben, herzlichen Dank sagen, vor allem den beiden Hauptautoren Uwe Johannen und Dr. Jürgen Wickert, die selbst beide viele Jahre leitende Mitarbeiter in der Auslandsarbeit waren. Beiden herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Sie können nachlesen, dass der Start der ersten Arbeit Aus- und Weiterbildung von Journalisten und politischen Führungskräften in Tunis war, dass dem weitere Projekte gefolgt sind. Die Betonung liegt aber auf Pioniertaten, denn die damalige Welt war doch etwas in den Kommunikationsmöglichkeiten beengter, als wir das heute gewohnt sind. Auch was die Arbeitsbedingungen anbelangte, Mobiltelefone, Smartphones gab es nicht, Fax, Internet auch nicht in der Dimension, wie wir sie heute nutzen. Und Sie können sich schon vorstellen, dass das etwas mühseliger war, ein Netzwerk aufzubauen. Wir haben in den 70er Jahren die Auslandsarbeit als eine Art Lehr- und Wanderjahre der Stiftung zu sehen. Afrika, Lateinamerika und Asien. Die internationale Politik wurde vom Ost-West-Konflikt und von einem weit verbreiteten Blockadedenken geprägt. Der KSZE-Prozess hat das etwas dann aufgelöst. Die Projekte glichen aber immer noch mehr Inseln und erweiterten sich erst Zug um Zug in größere Bereiche. Die Dekade der 80er Jahre, ein Stück zunächst erneute Ost-West-Erstarrung, zeigte dann einen deutlicheren Fokus auf liberale gesellschaftspolitische Veränderungen. Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Medien und Bildung, Training of Trainers, rückte in den Vordergrund, größere Medienprojekte, Wirtschaftsförderung und vieles andere. Die 90er Jahre, um es grob zu umschreiben, waren für die Stiftung Winds of Change Jahre. Es vollzog sich eine Konditionalität und Grundierung in der Zusammenarbeit auf politisch-demokratische Konditionen. Die Zusammenarbeit veränderten auch dann die Antragsstrukturen. Wir gewannen mehr und mehr Partner. Wir hatten immer größere Regionalanträge. Die Projekt- und Partnervernetzung wurde systematisiert und die wichtige Europaarbeit wurde damals ausgebaut. Das erste Jahrzehnt dieses neuen Jahrhunderts oder Jahrtausends, wie Sie es auch sagen mögen, brachte das Ende vom vermuteten Ende der Geschichte. Wir haben Erschütterungen gehabt mit dem berühmten Tag 9/11. Wir haben eine Finanzmarktkrise erlebt. Die Stiftung setzte in ihrer Auslandsarbeit mit politischen Partnern ihre Arbeit fort, auch wenn, das muss man sagen, der Gegenwind kräftiger wurde. Aber dennoch ist es uns gelungen, die strategische Partnerschaft
auszuweiten. Unsere Stiftung trägt nun seit einigen Jahren den Namenszusatz für die Freiheit. Freiheit gehört nach unserer Überzeugung zusammen mit der Menschenwürde zu den kosmopolitischen Weltbürgerwerten. Sie ist kein Luxus, der Menschen erst gegönnt werden könnte, wenn sich bestimmte Länder wirtschaftlich entwickelt hätten. Auch die Hungernden brauchen eine Stimme. Nur von Freiheit lebt ein Rechtsstaat. Nur in Freiheit gelten Bürgerrechte, soziale Marktwirtschaft und das freie Wort. Freiheit muss gelebt werden können. Das aktive Engagement freier Bürger gehört in den Kern einer Zivilgesellschaft. Der Prozess hin zu solchem bürgerlichen Engagement oder überhaupt zu Chancen für Menschen, sich in einer Zivilgesellschaft zu betätigen, ist der Kern unserer Bemühungen. Wenn zumeist autoritäre, repressive Regime oder mächtige Lobbygruppen aber ihre Interessen irgendwo auf der Welt tangiert sehen, dann erleben wir auch heute immer wieder Behinderungen unserer Arbeit. Man verlangt von uns immer wieder einen neuen Status und versucht auf sehr bürokratische Weise unsere Arbeit einzuschränken. Das betrifft nicht nur unsere Stiftung. Wir sollten uns durch solche Behinderungen nicht entmutigen lassen. Im Gegenteil. Es liegt in unserer Verantwortung, unsere Regierung und die internationale Gemeinschaft dann zu mobilisieren und gemeinsam mit allen uns für die einzusetzen, die sich solchen Regimen eben nicht entziehen können. Ich sage es hier für alle deutschen politischen Stiftungen, deren Auslandsabteilungen ich hier begrüße. Dass man uns in einigen Ländern eher als Agenten ansieht und auch so bezeichnet, sagt eher etwas über den Charakter dieser Regime aus, als über die Ernsthaftigkeit unserer Arbeit. Wir stehen zu den Partnern, die wie wir Freiheit, Frieden, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit vertreten und sich zu Werten bekennen, die ihre Regierungen ja eigentlich durch Unterzeichnung der Charta der Vereinten Nationen doch beherzigen wollten. Heute begegnen wir Herausforderungen, die wir uns in ihrer Heftigkeit so nicht im Traum vorgestellt hatten. Es gibt vielerorts auf dieser Welt Gegengewichte gegen die Moderne. Es gibt eine Art von Letztbegründungsapologeten, die die Menschen einfach nicht so leben lassen wollen, wie die Menschen leben möchten. Und auch das gehört zur Freiheit. Freiheit sollte denen gegenüber nicht in einer Art ignoranter Toleranz verharren und ihnen die Bühnen der Welt überlassen. Wir erkennen keine religiöse Authentizität an, die unter Bezugnahme auf ein Glaubensbekenntnis glaubt, Menschenrechte verletzen zu können. Und wir dürfen auch fragen, welches zivilisatorische Bild andere denn uns anbieten. Wir dürfen Sie fragen, welches Bildungssystem Sie anbieten, welche Chancen für Ihre Menschen, was Sie denn offerieren im weltweiten Netz der Zusammenarbeit. Der frühere Limburger Bischof Franz Kamphaus hat das wunderbar gesagt. Er sagt, Religionen sollen Gott verehren, aber sie sollen darauf verzichten, Gott zu spielen. Sie sollen Menschen nicht in die Knie zwingen, sondern ihnen auf die Beine helfen. Wir müssen uns nicht wegducken. Wir haben ein europäisches Erbe des Humanismus, der Aufklärung, der Renaissance zu vertreten. Wir machen wertegebundene Arbeit und wir werden die auch fortsetzen. Wir haben in 50 Jahren über 800 Partnerorganisationen in mehr als 100 Ländern gewonnen. Wir kooperieren mit ihnen eng. Wir bilden untereinander regionale Netzwerke. Hans van Baalen, den ich schon erwähnt habe, Sir Graham Watson, und andere sind unsere Partner in ihrer jeweiligen Repräsentanz in der liberalen Familie weltweit.
Wir sind und bieten das an, immer ein Meeting Point für die liberale Familie auf der ganzen Welt. Und das wollen wir bleiben und so bleibt auch unsere Zusammenarbeit. Wir haben politische Werte und Grundsätze in den politischen Diskurs eingebracht. Wir haben in Menschen investiert. Unsere internationale Akademie für Führungskräfte hat bis heute über 12.000 Teilnehmern aus Projektländern Gastfreundschaft geboten. Wir haben zur Demokratisierung und zur Transformation politischer Systeme beigetragen mit unseren bescheidenen Mitteln. Ich erwähne hier, weil es sonst in Vergangenheit gerät, dass alle deutschen Stiftungen einen maßgeblichen und mit den erfolgreichsten politischen Anteil daran hatten, dass zwei heutige Mitgliedsländer der Europäischen Union, Spanien und Portugal, einen solchen erfolgreichen Weg gehen konnten. Ohne die Arbeit der deutschen Stiftungen wäre das so einfach nicht gelungen, meine Damen und Herren. Wir haben in dieser Legislaturperiode wegen unserer familiären Nähe zum Bundesaußenminister und zum Bundesminister Niebel für die anderen Stiftungen eine gewisse unterstützte Führungsfunktion in der Arbeit gehabt. Die haben wir gerne wahrgenommen. Ich sage das auch den beiden Bundesministern, nicht nur für die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, sondern auch im Namen der anderen. Wir hatten eine gute Zusammenarbeit. Wir wollen die auch fortsetzen und wir bauen auf sie beide, auch in der Zukunft. Wir blicken jetzt auf 50 Jahre erfolgreicher Auslandsarbeit zurück. Die wäre nicht möglich gewesen ohne die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich beende meine Begrüßung nicht, ohne das zu sagen. Die leisten eine immense, vertrauenswürdige Arbeit in den Ländern, in denen wir sie entsenden. Und die ganze Abteilung und die ganze Mitarbeiterschaft unter Führung von Ulrich Niemann sollte heute Abend von uns bedankt werden, auch von mir ganz persönlich. Sie sind heute Abend zum größten Teil hier. Sie sind nicht nur eine gute Visitenkarte für die Stiftung, für unsere wertegebundene Arbeit. Sie sind auch eine exzellente Visitenkarte für die Bundesrepublik Deutschland. Und mit dieser Bemerkung und diesem Dank bitte ich den Bundesaußenminister jetzt das Wort zu ergreifen. Nochmals Guido, herzlich willkommen. Exzellenzen, lieber Wolfgang, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte zunächst einmal Ihnen die herzlichen Grüße überbringen, die herzlichen Grüße natürlich der Bundesregierung, aber vor allen Dingen auch sehr persönlich ein paar Worte zu Beginn sagen. Seit 50 Jahren wirbt und arbeitet die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, wie sie heute heißt, für die großartige Idee der Freiheit. 50 Jahre ist kein Alter, ich muss schon aus persönlichen Gründen darauf bestehen, aber meine Damen und Herren, es ist dennoch eine Wegstrecke, die man nur bestehen und meistern kann, wenn man Qualität und wenn man Substanz zu bieten hat. Und deswegen erlauben Sie mir gleich am Anfang, dass ich mich bei dem bedanke, der sich bei vielen bedankt hat, aber nicht bei sich selbst natürlich bedanken kann. Ich möchte begrüßen und Danke sagen an den Vorsitzenden der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, an unseren Freund und wirklich großen, überzeugten Liberalen, an dich, lieber Wolfgang, wir wissen das alle, wie wir hier versammelt sind, sehr zu schätzen, was du in diesen Jahren geleistet hast. Herzlichen Dank dafür. In über 60 Ländern
Und in Zusammenarbeit mit unzähligen Partnern setzt sich die Stiftung für Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und den Schutz der Menschenrechte ein. Ich selbst bin jetzt mit dieser Stiftung seit mehr als 30 Jahren persönlich verbunden. Das ist mehr als die Hälfte der bisherigen Wegstrecke, was die Auslandsarbeit angeht. Und ich habe nicht nur als 18-Jähriger das erste Mal Verbindung zur Friedrich-Naumann-Stiftung bekommen, sondern ich habe auch persönlich Förderung erfahren. Und deswegen bin ich hier nicht nur gemeinsam mit Dirk Niebel gewissermaßen, um Ihnen die Grüße und die Anerkennung und den Respekt der Regierung zu übermitteln, sondern ich bin auch hier, weil ich einige Gesichter sehe, die mit mir damals auch die erste liberale Luft geschnuppert haben. Ich bin der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit damals, als ich gefördert wurde, der Friedrich-Naumann-Stiftung von Herzen verbunden. Das vergesse ich der Friedrich-Naumann-Stiftung nicht und überall, wo ich in der Welt unterwegs bin, in meiner heutigen Funktion, bemühe ich mich, den Kontakt zu suchen mit Ihnen, mit den Repräsentanten unserer großartigen Stiftung in der Welt. Ich habe als Stipendiat der Friedrich-Naumann-Stiftung Förderung erfahren, erst mit dem sogenannten Büchergeld, wie es damals noch hieß, worum es uns natürlich überhaupt nicht ging, etwas später mit dem Promotionsstipendium, was mir persönlich sehr geholfen hat, aber auch durch viele Besuche. Schon in jungen Jahren ist mir ein Stück Horizont geöffnet und geschenkt worden. Durch Sie zum Teil, durch Sie, die Sie hier auch namentlich als etwas Ältere erwähnt wurden und die damals tatsächlich auch so freundlich waren im Auswahlausschuss oder bei der entsprechenden Zusammensetzung von Seminaren, mich zu berücksichtigen. Ich weiß noch, dass ich das erste Mal in meinem Leben mit der Friedrich-Naumann-Stiftung als ganz junger Student nach Israel gefahren bin und das erste Mal eine Woche lang wirklich Israel kennengelernt habe. Und das sind Ereignisse, die man nie vergisst. Und deswegen, vielleicht geht es dem einen oder anderen hier auch so, dass er auch persönlich einen Hintergrund hat. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei der Friedrich-Naumann-Stiftung, bei all denen, die vor Ihnen und vor euch Verantwortung getragen haben, für die Förderung von so vielen anderen jungen Menschen. Ich bin der Stiftung von Herzen dankbar und werde ihr mein Leben lang dankbar bleiben, weil das, was ich heute bin, hängt auch sehr damit zusammen, dass mir rechtzeitig durch gute Bildungsarbeit der Horizont und die Augen geöffnet wurden. Herzlichen Dank dafür. Mit Ihrer Arbeit, meine sehr geehrten Damen und Herren, schlagen Sie Brücken. Sie schlagen Brücken jenseits des offiziellen Regierungshandelns und stellen Deutschland in seiner ganzen Pluralität dar. Dass Deutschland nicht nur die Stiftungen, die vielleicht der jeweiligen Regierung nahestehen, unterstützt, sondern auch jene, die mit der jeweiligen Opposition zusammenarbeiten, ist Ausdruck auch unserer politischen Kultur. Das zeugt von einem tief verwurzelten demokratischen Bewusstsein. Die Stiftungen genießen nicht nur bei uns, sondern auch im Ausland ein überaus hohes Ansehen. Die politischen Stiftungen sind ein Juwel im Schatz der internationalen Beziehungen. Und selbst wenn die Arbeit der Naumann-Stiftung, selbst wenn die Arbeit der Stiftungen in einigen Ländern nicht ausreichend gewürdigt wird, so ist es doch notwendig zu sagen, wer sich vor der Arbeit von aufgeklärten politischen Stiftungen fürchtet, scheint sich in seinen eigenen Überzeugungen nicht wirklich sicher zu sein. Deswegen ist es natürlich auch ein Anliegen der Bundesregierung, ein Anliegen von Dirk Niebel,
ein Anliegen von mir, dass wir uns überall da, wo die Rahmenbedingungen von politischen Stiftungen beeinträchtigt werden, dass wir uns dort zu Wort melden und dass wir uns einsetzen. In manchen Ländern sind die Rahmenbedingungen für die Arbeit der Stiftungen schwierig. Ich denke im Augenblick vor allen Dingen natürlich an die Stiftungsangehörige Frau Delgoda, die sich, wie ich Ihnen mitteilen kann, zur Stunde auf dem Weg nach Deutschland befindet. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Asienbeauftragte des Auswärtigen Amtes wird morgen nach Sri Lanka reisen, um die Behandlung der Friedrich-Naumann-Stiftung, übrigens zuvor auch der Friedrich-Ebert-Stiftung, mit der Regierung dort zu besprechen und dieses auch entsprechend, so wie ich es in meinem Gespräch auch mit dem Außenminister letzte Woche getan habe, vorzubringen. Das mag sich für den einen oder anderen, der etwas stiftungsferner ist, nicht als besonders bedeutsam anhören. Ich sage Ihnen aber, wer das in Kairo erlebt hat oder auch anderswo, der weiß ganz genau, dass das ja nicht nur politische Vorgänge sind, sondern das sind ja Menschen, das sind ja Familien, die haben Kinder, manchmal im Land, manchmal sind es übrigens auch binationale Familien, das heißt, wo der eine Ehepartner auch dann die Staatsangehörigkeit des Gastlandes hat, was natürlich wiederum viele Probleme, wenn man an das Schicksal dann der Familienangehörigen denkt, mit sich bringt. Und deswegen will ich hier nur sagen, wir müssen hier immer wieder, und zwar egal, wo wir politisch stehen, gemeinsam als Demokraten, wenn unsere Arbeit von Stiftungen beeinträchtigt und gelegentlich sogar unterdrückt wird, aufstehen, uns zu Wort melden. Hier kann es kein Gegeneinander ausspielen geben in solche Stiftungen, die geduldet und solche Stiftungen, die gewünscht und solche, die gar nicht gewünscht werden, sondern hier muss es eine Gemeinschaft aller Demokraten geben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Stiftungen wirken vor Ort und über sie erreichen uns Bilder. Es erreichen uns Geschichten, Berichte aus anderen Erdteilen. Ich rate uns dazu, hinzuschauen und hinzuhören, was auf der Welt sich derzeit an rasanten Veränderungen abspielt. Wir sind natürlich immer sehr stark auf die großen neuen Kraftzentren konzentriert. Die öffentlichen Diskussionen gehen sehr stark um die großen neuen Kraftzentren. Was heißt das, was in China stattfindet oder in den anderen BRICS-Staaten eigentlich für uns und die Welt? Das ist aber nur ein kleiner Aspekt der Umbrüche der Welt. Wenn wir beispielsweise über Asien reden, müssten wir über drei große Wachstumssäulen sprechen, nämlich China, den Subkontinent Indien und selbstverständlich ausdrücklich auch die Asienstaaten. Mit Erfolgsgeschichten, die viele noch gar nicht auf dem Schirm haben, die viele überhaupt noch gar nicht politisch erahnen können. Aber längst hat sich eine zweite Reihe aufgemacht, gewissermaßen von Vietnam bis nach Kolumbien. Und es sind diese vielen Beispiele, die man lernen kann in Afrika, wo man dann Stiftungen trifft, die einem dann auch das Afrika der Chancen vorstellen können. Während wir ja in Deutschland und auch in Europa überwiegend, wenn wir über Afrika reden, meistens ja noch das Afrika der Krisen, der Not und der Kriege kennen. Dass da auch mittlerweile Wachstumszentren entstanden sind, nicht nur Umbrüche, sondern auch Wachstumszentren entstanden sind, von Accra bis nach Maputo, bei all den Dingen, die wir vor Ort natürlich auch kritisch zu beäugen haben, das, meine Damen und Herren, sagt eine Menge aus über die Welt, in der wir heute leben. Und in Lateinamerika ist es doch auch ganz offensichtlich, was wir jetzt erleben, und ich will nicht auf einzelne Länder eingehen und die Bilder noch einmal in unser Bewusstsein rücken, die wir von demonstrierenden Menschen derzeit sehen. Ich sage Ihnen nur eins dazu, gelegentlich haben wir dann bei uns so einen Soussant in der Berichterstattung, wie unruhig oder vielleicht wie chaotisch ein Land sei, in dem demonstriert wird. Ich muss Ihnen sagen, mir ist es lieber, es wird in deutschen Medien darüber berichtet, dass in anderen Ländern demonstriert wird, weil in den Ländern, wo es nichts über Demonstrationen zu berichten gibt, stimmt irgendetwas nicht, meine Damen und Herren. Es ist der Aufstieg der Zivilgesellschaften, den wir hier erleben. Wir sehen eben, dass die Globalisierung mehr ist als ein wirtschaftliches Phänomen, das ich seit meinem
frühesten Anfängen jetzt mit zunehmendem Tempo begleiten und auch gelegentlich und immer mehr nachvollziehen und verstehen kann. Wir sehen doch, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass eben nicht nur internationaler Wettbewerb eine Erscheinungsform der Globalisierung ist, sondern zum Beispiel auch eine Globalisierung der Werte stattfindet. Und die Freiheit, sie ist in der Welt für unendlich viele Menschen so verlockend. Deswegen bin ich so traurig über die Sättigung, die manche Rechte bei uns in der Zivilgesellschaft mittlerweile haben. Wir dürfen nicht satt in der Demokratie uns verhalten. Nach dem Motto, wir haben so oft wählen dürfen, jetzt werden wir eben nicht mehr hingehen und wollen wir uns vielleicht lieber auf diese intellektuelle Schaufensterreihe zurückziehen. Wir bewerten das Verhalten der anderen politischen Akteure in der Arena und heben vornehm die Täfelchen und reden darüber und über die Noten, die wir geben in den bürgerlichen Salons. Meine Damen und Herren, mich erschreckt es, wenn aufgeklärte Menschen in erwachsenen Zeitungen, in wirklichen Publikationen, die auch Qualitätspublikationen sind, ohne dass es einen Aufstand und dass es einen Aufschrei auch der Zivilgesellschaft gibt, damit kokettieren und dafür werben, man solle doch gar nicht mehr wählen gehen. Dirk Niebel und ich, Wolfgang Gerdt und viele andere von Ihnen wissen genau, worüber ich rede. Wir sind in Wahrheit als Länder, die wählen dürfen, immer noch in der Minderheit. Da gibt es Dutzende von Ländern mit Dutzenden von Millionen Menschen. In Wahrheit sind es ja insgesamt Milliarden Menschen. Die stellen sich stundenlang an unter Lebensgefahr, um in einem Wahllokal ihre Stimme abgeben zu können. Da gibt es Menschen in ebenso vielen Ländern, die haben nicht die Hoffnung, einmal in ihrem Leben eine Stimme abgeben zu dürfen und damit auch ein Stückchen die Geschicke ihres Landes mitbestimmen zu dürfen. Und dann gibt es bei uns eine pseudointellekte Diskussion darüber, feuilletonistisch, ob es nicht viel schicker sei, den Wahlen fernzubleiben. Ich muss Ihnen sagen, mich empört das als ein überzeugter Demokrat. Und ich sage nicht, was man wählen muss. Da hat jeder seine Vorlieben, darum geht es nicht. Aber dass man wählen muss, das müsste eigentlich in Anbetracht der Unterdrückung von so vielen Menschen auf der Welt bei uns im Land der Freiheit zum guten Ton gehören. Und zwar für die gesamte bürgerliche Gesellschaft, meine Damen und Herren. Wir erleben auch, dass Irrglaube widerlegt wird, nämlich zum Beispiel, dass es Regionen oder Kulturen gäbe, wo Menschen keine Teilhabe, keine Demokratie, keine Freiheit ersehnen. Auch das ist durch den arabischen Frühling, den ich lieber arabische Jahreszeiten nennen möchte, widerlegt worden. Übrigens verwende ich das Wort arabische Jahreszeit nicht als Spitze, sondern als nüchterne Erkenntnis, dass Revolutionen vor allen Dingen in einer größeren Anzahl von Ländern doch selten linear verlaufen oder ohne Rückschläge sind, sondern dass sie natürlich jeweils in den unterschiedlichen Ländern auch unterschiedlich verlaufen. In einem Land, das relativ klein ist, wo schon eine relativ starke Mittelschicht ausgeprägt ist durch eine gewisse Bildung, sieht das anders aus als in einem Land, wo die Hälfte Analphabeten sind und wo man natürlich auch noch sehr viel leichter bestimmte Propaganda einsetzen kann, um auch von Werten die jeweiligen Menschen zu entfernen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, dass wir richtig liegen mit der Transformationspartnerschaft mit den Staaten Nordafrikas, weil sie maßgeschneidert ist und weil sie passgenau ist. Das ist eine große Chance und auch Herausforderung für die Auslandsarbeit der Stiftungen auch in den kommenden Jahren. Wir haben ja, wie Sie wissen, entsprechende Mittel bereitgestellt. Dirk Niebel und ich, wir werden uns dafür einsetzen, dass das auch verstetigt wird, weil wir hier eine ideale Konstellation vorfinden. Einerseits veränderungsbereite Gesellschaften, die dringend Unterstützung dafür brauchen, dass Zivilgesellschaften sich emanzipieren und hervorbilden können. Und andererseits mit den Stiftungen natürlich Erfahrung und Qualität, die das dann tatsächlich auch in praktischer Arbeit umsetzen können. Das sind junge, dynamische Gesellschaften,
die Lust haben auf Veränderungen, weil Veränderungen für sie zuerst Chance auf Verbesserung bedeutet. Und diese Haltung, das ist der Motor für wachsende Mittelschichten in vielen Ländern der Welt. Meine Damen und Herren, in China, und da gibt es viel Kritisches nach innen zu sagen, wir tun das auch, wie Sie wissen. Gerade auch die Friedrich-Naumann-Stiftung hat ja hier eine Tradition, wenn ich zum Beispiel an Tibet und an anderes denke. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, in China gibt es mittlerweile mehr Menschen, die der Mittelschicht angehören, als in den gesamten Vereinigten Staaten von Amerika Einwohner. Das ist die Lage. Wir haben in Brasilien ein Land, in dem gut ein Viertel der Menschen jünger ist als 15 Jahre. In Südafrika sind fast 30% der Menschen jünger als 15 Jahre. Was bedeutet das an Herausforderungen, aber auch an enormen Veränderungen? Das heißt, dass die Veränderungen in der Welt nicht wie im letzten Jahrhundert 30 Jahre brauchen, sondern es ist eine Frage von 5 bis 10 Jahren. Und es wird sich in Rasanz entscheiden, ob die wirtschaftlichen Zentren und Wachstumszentren dieser Erde auch kulturelle, politische, geistige Zentren unseres Erdballes werden. Ich sage Ihnen voraus, genauso wird es kommen. Und deswegen ist es auch richtig, dass wir uns unserer Werte vergewissern und dass wir für unsere Werte auch eintreten, nicht nur durch die Arbeit der Stiftungen, dass wir uns auch als Wertepartner verstehen und enger zusammentun, zum Beispiel durch die Initiative der Europäischen Union mit den Vereinigten Staaten von Amerika für einen gemeinsamen transatlantischen Freihandelsraum, wie sie auch von Präsident Obama vor wenigen Tagen hier ja noch einmal vor dem Brandenburger Tor unterstrichen worden ist. Ich will Ihnen sagen, meine Damen und Herren, ich glaube, dass wir in der Welt sehen können, dass wir vieles leisten, dass wir vieles geschafft haben. Aber ich glaube auch, dass die Stiftungen nicht nur unser Land im Ausland vertreten, sondern dass sie auch zu Hause hier bei uns in Deutschland viel erzählen können. Viel erzählen können über die Veränderungsbereitschaft, über die Dynamik, die in der Welt sich breit macht. Zwei kleine Beispiele, die gar nicht so klein sind. Die größte Baustelle der Welt, sie ist in Panama. Es ist das Erweiterungsprojekt des Panama-Kanals. Und meine Damen und Herren, dort ist mit einer Volksabstimmung mit 80% durch die Bevölkerung, durch die Menschen entschieden worden, dass diese riesige Infrastrukturmaßnahme geschieht. Durch eine Volksabstimmung mit 80%iger Mehrheit für den Panama-Kanal. Meine Damen und Herren, das zweite Beispiel ist in Singapur. Dort hat sich ja auch vieles nach innen verändert, wie der eine oder andere beobachtet hat. Dort ist an einem Ort, wo vorher Wasser war, nicht nur Land gewonnen worden, sondern dort ist ein neues Wahrzeichen von Singapur entstanden, in 5 Jahren, nämlich 3 Hochhäuser nebeneinander, das Ganze verbunden mit einer architektonisch atemberaubenden Plattform oben, einem sogenannten Sky Garden. Das ganze Projekt heißt Marina Sands. Verehrte Anwesende, hier sind 5 Milliarden Euro für dieses neue Wahrzeichen mit 3 Hochhäusern, 3 Wolkenkratzern verbaut worden und das ganze Projekt ist in etwa 5 Jahren realisiert worden. Und dann kommt man zurück und denkt an Bahnhöfe und Flughäfen. Und dann wird man traurig, meine Damen und Herren. Und das ist auch die Aufgabe von denen, die in der Welt rumkommen, nicht nur unser Land nach draußen zu vertreten, sondern auch zu Hause zu erzählen, was auf der Welt stattfindet. Wir können uns nicht nur mit uns selbst beschäftigen. Also, die Hinwendung zu neuen Partnern bedeutet natürlich nicht eine Abkehr von unseren engsten und bewährten Partnern. Das ist doch selbstverständlich, aber dass wir in unserer Außenpolitik und Sie in Ihrer Auslandsarbeit nicht nur die bewährten, wunderbaren, tradierten und zukunftsträchtigen Freundschaften pflegen, sondern dass Sie auch über die neuen Kraftzentren sich Gedanken machen. Was heißt das eigentlich rechtzeitig für die politische Arbeit? Nicht nur einer Regierung, sondern auch der Stiftung, der Friedrich-Naumann-Stiftung. Das ist klug und das beobachte ich mit großer Freude, dass diese Diskussion stattfindet.
Und meine Damen und Herren, schließen will ich damit, dass ich die Friedrich-Naumann-Stiftung natürlich auch ermutigen möchte, in ihrer europäischen Arbeit fortzufahren. Ich bin ja selber immer dankbar für viele Geistesblitze und auch für viele Diskussionsbeiträge. Und es ist auch immer gut, dass manches quer gedacht und alles hinterfragt wird. Aber am Schluss möchte ich Ihnen in fröhlicher Unbefangenheit eines Altstipendiaten zurufen. Mit Europa ist besser. Und deswegen kann ich Sie nur ermutigen, Ihre Arbeit nicht nur in Brüssel, sondern auch für Europa fortzusetzen. Ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, dass auch da so ein bisschen von dem einen oder anderen mit oder ohne Professorentitel außerhalb dieses Saales vermutlich mit irgendwelchen Ideen geliebäugelt wird, wie man Europa auf die schiefe Bahn setzen könnte. Und man setzt es auf die schiefe Bahn. Ich sage Ihnen, wer unsere gemeinsame Währung aufgibt oder in Frage stellt, der wird mehr verlieren als ein paar Münzen und ein paar Geldnoten. Und deswegen erlauben Sie mir, dass ich das mit großem Nachdruck in Freude auf viele weitere intellektuelle Beiträge heute nochmal sage. Ich glaube, meine sehr geehrten Damen und Herren, ein einfacher Blick zurück in unsere Geschichte zeigt, warum eben das europäische Kooperationsprinzip das Beste ist für Freiheit, Frieden und Wohlstand. Und ein einfacher Blick nach vorne zeigt uns, alleine sind wir dann doch zu klein. In Europa sind wir Deutsche relativ groß, in der Welt sind wir dann doch relativ klein. Das schmeichelt uns nicht, das hören unsere teutonischen Ohren überhaupt nicht gerne, aber es ist so. Und hier sitzt ein Kreis, der das weiß. Und deswegen ermutige ich Sie, das auch gewissermaßen mit einzubringen in die Diskussion. Ich habe heute Morgen wieder eine intensive und teils kontroverse Debatte in Luxemburg gehabt, anlässlich des Allgemeinen Rates. Und deswegen will ich ihn schließen, nicht nur mit einem klaren Bekenntnis zu Europa und einem Aufruf für Europa, sondern auch mit einem kleinen Bonmot, was mir der luxemburgische Außenminister erzählt hat. Er sagte mir, er habe einst in einer Pressekonferenz gestanden neben dem chinesischen Außenminister. Und dann habe der luxemburgische Außenminister zu dem chinesischen Amtskollegen gesagt: Exzellenz, Herr Minister, Sie und ich, wir zwei zusammen, wir vertreten jetzt ungefähr ein Fünftel der Weltbevölkerung. Nach dem ersten Amüsement denken wir noch ein zweites Mal darüber nach und dann werden wir feststellen, wir sind eine Schicksalsgemeinschaft der Werte und der Kultur. Und auch dafür steht diese wunderbare Stiftung. Ich danke Ihnen sehr.